Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. The Forest. Ich wollte gerade sagen, wie der Gronkh, aber das wäre dann voll fake, wenn ich das so sagen würde. Voll nachgequatscht, ey. Achso, das wurde ein Trifon. Eine Trophäe da hängt. Nee, finde ich doof. Man muss eigene Sprüche bringen, finde ich. So, wir müssen jetzt tatsächlich jagen. Das ist, sieht zwar noch ziemlich gut aus, denkt man, so im ersten Blick. Aber. Ist es nicht. So, Steg würde ich dann gleich weiterbauen. Das brauchen wir keine Lappe mehr. Steg würde ich gleich weiterbauen. Und werde hier was in der Mitte reinbauen. Drüben werde ich noch ein kleines Dörflein hinbauen. Und dann werde ich mal gucken. So, der Plan ist eigentlich, dass ich noch, bevor mein Mikrofon, es geht immer noch mal mit dem Mikrofon, mein neues Mikrofon kommt, will ich hier noch die Flüsse hinbauen. So, hier soll eine kleine Fischerhütte sein. Vielleicht mit einem Steg noch oder so rausgehen, vielleicht bis zur Insel drüben oder so. Ich glaube, da konnte man auch wunderbar Fische fangen. Und da werde ich auch ein Fischerreck nochmal extra hinstellen. So ist der Plan, Freunde. So einfach geht das. Ja, mit der Igel, das war gerade witzig. Da musste ich gerade nochmal zuschauen. Und ich habe herzhaft gelacht. Die gute Frau, wenn die sich erschreckt, das macht man mal gerne. Das finde ich immer so witzig, wenn die Horrorspiele spielt, wie sie am Schreien ist. Alter, das ist der Wahnsinn. Macht Spaß. Will man eine. Wow, mache ich immer, wenn ich mich erschrecke. So, was ist immer meins? Dann. So, aber. So, die Jagd beginnt. Ich habe gerade geträumt. Irgendwo hier muss doch auch, ich will immer gleich mein Getränk haben, irgendwo hier muss doch auch noch das Katana sein, anstatt dass ich mal google, aber warum denn auch? Ich könnte ja googeln, ich könnte ja, aber warum? Meine Idee ist noch, das Kannibalendorf abzuschecken, wo die Flugzeugkabine liegt, oder die Pilotenkabine, das wäre natürlich, da brauche ich gleich wieder. Das wäre natürlich noch eine Option. Da werde ich jetzt auch hingehen. Aber ich werde auch den Totems kaputt machen, weil ich hoffe, dass da mal dann, wenn ich sowas finde, sollte ich das auch jagen. Wie er weglaufen wollte. Ich finde, Hasenfell kann man auch wunderbar gut gebrauchen. Finde ich ein bisschen hübscher, die Totems hier, ne? Hallo, mir geht's nicht ganz so gut, aber man hat auf meiner Kopfhaut irgendwas angebunden. Nein, das sind meine Haare, nicht meine Kopfhaut. Ja. Bis Eigenmarkt, ne? Nur komm. Meine Fresse, so schwer, Alter. Tutorial, sammel ein Stück Stofffetzen auf. Das ist der mit dem Futterbrat im Mund, ne? Ne, die knutschen sich, genau, die knutschen. Da müsste doch eigentlich hochgehen. Da habe ich. Es ist ein weiter Weg. Ich bin gespannt. Ich müsste mir hier eigentlich so ein Zwischenlager erstellen, weil hier bei mir auf der Ecke, da ist so viel einfach. Also dieses, Entschuldigung, dieses. Na, sag schnell. Die Zwille ist eine sehr, sehr große Erleichterung. Finde ich irgendwie. Das ist, macht sehr viel Sinn. Und in der einen Höhle war ich auch noch nicht, wo ich da geflüchtet bin. Wo der dicke, fette Fettarsch Peter gewesen ist.
Ja, ich denke mal einfach mal, dass ich. Ja, was war mein eigentlicher Plan denn jetzt? Was war mein eigentlicher Plan jetzt? Mein eigentlicher Plan ist ja jetzt zur Pilotenkabine zu kommen, um dann, genau, um dann einen Anhaltspunkt zu haben, wo da oben die oberen Kannibalendörfer sind. Um die einfach mal zu plündern. Weil da ist, hier muss auf die Seite, könnte ich auch nochmal rüber, da ist dieser verschneite Berg. Das wäre aber was für eine andere Folge. Fakt ist, ich müsste mir hier tatsächlich nochmal ein kleines zweites Lager bauen. Einfach nur ein ganz kleines, damit ich mal schneller hin und her reisen kann. Also beziehungsweise immer irgendwo einen Unterschlupf habe. Das meinte ich. Also ich gehe mal ganz kurz hier gucken. Wasser ist immer sehr gut, wenn es in der Nähe ist, weil ich bin so feigling. Wenn Kannibalen kommen, springe ich dann lieber ins Wasser, anstatt mich fressen zu lassen. Das ist aber auch ein totes Dorf hier, ne? Ehrlich. Wieso hänge ich jetzt hier fest? So, super toll. Hier ist nichts. Oh, außer er hier. Oh, ma, wieso piekt der denn nicht platt, hör mal? Ich glaube, damit könnte ich ihn auch nächtigen und speichern. Speichern, das glaube ich, werde ich sogar. Das ist gar nicht mehr so schlecht, dass man den nächtigen kann. Das hilft. Weil normalerweise hatte ich ja immer das Problem, dass ich auf der anderen Seite der Insel immer die ganzen Sachen habe mit Zelte oder das Boot und sonst irgendwas, wo ich dann eben halt mal schnell mal ein Auge zumachen kann. Natürlich ist es sehr, sehr sinnlos, in der Nähe eines Kannibalendorfes zu nächtigen, aber. Oder auch in so einem Zelt im Ungeschützten, aber was soll's. Und wäre ich jetzt hier über die Insel gelaufen, wäre es schneller gewesen, wenn ich durch den Wald gelaufen wäre. Das sind Sachen, die muss man sich echt nochmal alles durchdenken. Hier war auch jede Menge los. Der Arsch der Welt. So sinnlos, ne? So ein fettes Loch einfach, ne? So, wo war denn die? War die rechts oder links? Ich glaube, die war rechts. Das sieht aus, als wäre da noch so viel Wald, Alter. Ich habe nämlich keinen Bock, den Tag noch mal komplett zu machen. Deswegen dachte ich einfach mal, wäre es sinnvoll. Super. Ich habe damit jetzt gerechnet, dass der jetzt hier. Hase im Wasser. Ich wollte eine Wasserratte. Schade jetzt mit dem Fell, ne? Kann ich jetzt mit dem Fell und den Ropes nicht irgendwas köchern? Habe ich noch keinen? Ach, ich habe doch keinen Köcher. Was benötige ich für einen Köcher? Jetzt habe ich was hergestellt. Ein Köcher. Das ist doch fantastisch einfach immer. Dann kann ich das Fell jetzt hier mal direkt mitnehmen. Und wo ist der Varan? Da sind Kannibalen. Wollten wir noch Hasenschuhe machen. Die liebe Inka sollte mal lieber Resident Evil weiter spielen, bevor sie mir jetzt hier mich die ganze Zeit ablenkt. Oder sie will mir ihre Story erzählen, wie sie den Gegner geschafft hat. Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich habe dann bei 9 Minuten. Ja, ich hab dich auch ganz toll. Oh, so viel Liebe in der Luft, ja. Wäre geil, wenn die Flare Gun immer geladen wäre, aber wir brauchen ja nun mal halt nicht so viele. Kriegt ihr aber vom Kopf. So, hier oben ist Kannibalendorf. Das möchte ich gleich mal abchecken. Gibt es aber hier erstmal. Hier gab es noch Zelte. Kann ich hier nochmal schnell speichern? Und hier sind auch Caves.
unter Wasser. Sind aber vielmehr die Caves-Ausgänge. Ja, das ist auch schade, dass man mit den Streifenhörnchen nichts anfangen kann. Da oben ist auch ein Kannibalendorf. Hier war noch Zelte, Mann. Ey, ich schwimme und hier wurden Zelte unter Wasser. Siehst du, da sind Zelte. Dann kann ich nicht speichern am Zelt. Eigentlich, nee, das sind nicht diese Speicherzelte, ne? Das sind aber nur Soda-Zelte, ne? Verdammt. Das ist natürlich echt voll scheiße jetzt. Gut, trotz all dem Kannibalendorf und der Lupe nehmen, es ist ja auch viel mehr eine Plünderungstour, um Stoff zu kriegen. So, ich sollte mal aber ganz kurz meinen Dingenskirchen mitlegen. Ich glaube, ich habe mal irgendwann mal gesehen, dass dieses Katana-Schwert auch mal außerhalb der Cave war. Die ganzen Schädel gebrauchen könnte, ne? Wäre das mega. Eigentlich so das schönste Dorf, ne? So direkt an so einem Fluss. Aber das ist ja der Grund, warum ich das hier eben halt meide mit den Flüssen. Weil die einfach viel zu viele Kannibalen sind. Da ist der mit dem Fotokamera. Schieß! Ja, fix und fix und fix jetzt haben wir ihn. Die Kamera kriegen wir nicht, ne? Mit sehr viel Liebe, oder? Ganz im Ernst. Soll es jetzt heißen, ich darf hier nicht am Fischteich oder was? Ist immer geil, das sind. Habe ich ihn freigelassen wieder? Das sind immer dieselben Fische. Und schon können. Sehr schön. Das soll auch des Öfteren passieren, wenn ich meine Fischhütte fertig habe da oben. So, jetzt will ich wieder hoch den Berg. Oh, verdammt, ich bin in die verkehrte Richtung gelaufen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin hier hingelaufen, wo das. So habe ich nicht auch mal Lager gebaut. Oh. Und über diese Schlucht hier rüber. Da oben ist das große Kannibalendorf auf der rechten Seite hinter den Bäumen. Und hier geht es nachher zum Strand. Und da ist eine Schlucht rüber. Da habe ich mir meine Brücke rüber gebaut. Aber nur so, weil ich es kann. Aber ich, dass ich mich so verfranst habe gerade, Alter, das ist ja total ätzend. Ich dachte, ich wäre schon auf der richtigen Seite. So die Orientierung verloren, das ist ja fürchterlich. Das Gute dabei ist, die Jagd ist erfolgreich. Ist aber noch was Fettes hier unterwegs. So, ich glaube, schon fast mehr kann ich nicht nehmen, ne? Einen Hasen, glaube ich, könnte ich noch nehmen und dann war es das schon. Oh. Natürlich bleiben sie dann auch stehen, ne? Ja, das Fett ist noch unterwegs, ich höre das doch. Das ist natürlich sehr beruhigend, dass sie jetzt ausgerechnet hier. Die Kannibalen sind da, wo ich gerade ausgerechnet mal hoch wollte.
Ich wünschte, ich könnte so schnell laufen wie die Kannibalen hier, ey. Ich muss keine sein. Das sind zu viele. Es waren eben gerade viele, es werden jetzt auch noch viele bleiben. Hier geht es wie ein Dorf da hoch. Also manchmal rennen die da durch die Gegend, das ist unfassbar. Und dann bewegen sich dann wieder wie lahme Omas, ey. Das ist unglaublich einfach. Ist das eine Cave? Und eine, die wir noch nicht hatten, Freunde. Das will, also hier werden wir gejagt in dieser Cave. Und da geht's. Dass ich so viel zu futtern dabei habe gerade. Natürlich sind ja die Caves, wo wir noch nicht gewesen sind, natürlich direkt mal gleich die gruseligsten. Sicher, dass wir noch nicht hier gewesen sind. Alle Koffer geöffnet, aber normalerweise, wenn ich lange nicht mehr in der Cave gewesen wäre, wären die Koffer alle zu. Sieht aus wie Munition hier unten, ne, ist ein Malstift, aber ist da. Scheiße, wir waren hier drauf schon mal. Das ist dieses Spielzeug von unserem Sohn. Ach, Scheiße, oder? Haben wir echt hier schon mal? Ja. Ach, verdammt. Diese Dicke. Aber fett, das ist eine Hose, wa? Ey, was war das Ekliges auf der Seite drin? Hier, ach, da ist er aufgespießt worden. Uiuiui, Freunde. Ist nicht das. Es soll ja, glaube ich, noch eine Machete geben, ne? Ihr es auch gesehen? Ey, da ist doch was, Mann. Da in der Ecke steht doch jemand.
Medizin, Rucksäcke. Alter, hier ist ja was los. Das Katana. Ich feiere das. Sauber. Sehr geil, Dankeschön. Ach, wo ist das noch? Wo ist denn das? Wo ist das hier hin auf einmal? Da hinten in der Ecke. Ja, aber es hat jede Menge Damage, ne? Und war schnell, vor allen Dingen auch. Ist schneller. Ja, sehr geil. Also heißt es für mich jetzt direkt eigentlich nach Hause gehen. Kann ich Bomben basteln? Habe ich genügend Tapes? Warte mal. Schupp. Und schupp. Ah, nur zwei Tapes, schade. Schupp, schupp. Und schupp. Und schupp. So, weg damit. Na komm, weg damit. Und dup, dup. Aber haben oder nicht haben, ne? Die drei Bomben können auch schon einigen Schaden anrichten. Mitnehmen kann. Wahrscheinlich kann ich hier keine mehr mitnehmen. Nee. Nee, danke. Nee, danke, ne? Okay, dann sind wir von hier oben gekommen, ne? Welche Staubs immer an? Okay, dann direkt jetzt mal gucken, dass wir hier wegkommen wieder. Warum? Hallo? Jetzt hänge ich hier gerade voll fest, Mann. Was ist da denn? Danke für die Scheiße, wenn ich die nicht. Lauf mal schnell weg. Sehr geil, das feiere ich jetzt enorm, ne? Ja, die Machete soll genauso gut sein wie das Katana. Das wollte darauf wollte ich hinaus. Es soll, glaube ich, soweit ich das mal mitgekriegt habe oder gehört habe, beim Hubschrauber unten sein im Schlund. Na, da fehlt mir eigentlich noch dieser Bogen. Na komm. Dieser moderne Bogen. Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich schon alles, was es so an Waffen gibt hier bei diesem Spiel. Das finde ich total enorm gut einfach. Und dann natürlich jetzt auch wieder nachts. Das heißt, ich kann das jetzt schon wieder umstellen. Ich stelle mal ganz kurz eben mal die Grafik hier. Die Vögel konnte ich schon gerade zwitschern, ne? Seht ihr, Freunde, wir haben es nachts. Insel durch. Also durch das Innere der Insel. Ja, da war ich schon nah dran, ne? Also war ich schon mal tatsächlich in derselben Cave, wo das Katana-Schwert ist. Bloß ich habe es einfach nicht gesehen.
kann passieren, ne? Im Endeffekt habe ich ja geholt und ich glaube, das hat erzählt. Ich bin sehr, sehr ungern nachts in der Rings. Damals, ja, blocken kann man doch damit, aber. Boah, ich habe mir gerade eingebildet, ich habe was Fettes gehört, Alter. Boah. Wie gesagt, manchmal spielen auch so die Fantasien ja auch so einen riesengroßen Streich, wo man irgendwie dann sich dann auffällt, wo man's, wo man nicht möchte, so, ne? Jetzt gerade zu dieser Tageszeit. Und eigentlich soll der Weg durch den Wald schneller gehen als außenrum. Kann man, hat man ja auch eine Karte. Warte mal. Was sind noch die Cave-Karten? Nee, wir sind tatsächlich. Wir sind eigentlich schon fast zu Hause, aber. Wir müssten. Oh, scheiße, das ist jetzt so dark blue-mäßig. Wir müssten hier, glaube ich, quer einmal rübergelaufen sein. Wir sind schon fast am Anker. Zeigt uns an. Ja, das ist natürlich mega. Ja! Ich muss hier auf dieser Seite nochmal Licht machen hier mehr. Ist echt alles ziemlich duster, wenn das jetzt hier auf normale Lichteinstellung wäre. Ach schön. Wir haben es geschafft. Wir sind mit einer neuen Beute, die uns enorm weitergebracht hat, wieder lebendig und unversehrt nach Hause zu gekommen. Und die Aufnahme hat sich heute wieder gelohnt. Ich teste die mal ganz kurz. Ich erinnere mich daran, dass das Samurai-Schwert sehr, sehr schnell war. Es war eine sehr, sehr schnelle Waffe. Wir mal ganz kurz den Base-Check machen. Alles Base. Basic hier in der Base. Okay. Dann nee, noch nicht speichern. Warte, nicht speichern. Noch nicht speichern. Noch nicht speichern. Noch erstmal. Erstmal Hayabubu. Und jetzt speichern wir das Ganze. Oh, sind auch schon wieder 30 Minuten, Freunde. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Oh, ich muss gucken, ob ich den richtigen Knopf treffe. Bis dahin. Ciao.